Im Jahr 1524 ist Deutschland noch eine Ansammlung vieler kleiner Herzogtümer, Grafschaften und Kurfürstentümer. Eines davon ist das Kurfürstentum Trier, wo der Erzbischof und Kurfürst Richard von Greifenklau herrscht. Für seine Burg Ehrenbreitstein bei Koblenz beauftragt er einen gewissen Meister Simon aus Frankfurt, ihm die größte und schwerste Kanone aller Zeiten zu gießen. Gesagt, getan, Simon gießt eine 9 Tonnen schwere Kanone aus Bronze und verewigt sich selbst auch gleich mit. Simon goss mich 1524. Er tauft die Kanone Vogelgreif. Der Greif ist ein Fabeltier, halb Löwe, halb Adler und das Wappentier von Richard von Greifenklau. Der Greif heiß ich, meinem gnädigen Herrn von Trier dien ich, wo er mich heißt Gewalden, da will ich Dorn und Mauern zerspalten. Die Kanone hat den Ruf einer Wunderwaffe. Durch ihr 4,66 Meter langes Rohr mit 28 Zentimetern Durchmesser kann man 71 Kilo schwere Kanonenkugeln angeblich bis ins 16 Kilometer entfernte Andernach schießen. Doch sagen wir es lieber gleich. Die Kanone kam nie in einem Gefecht zum Einsatz. Sie dient Prunkzwecken und soll einschüchtern. Sie ist eine Abschreckungswaffe. Ab 1618 tobt der 30-jährige Krieg in ganz Europa. Doch unsere Kanone kann da nicht viel ausrichten. Sie ist einfach zu schwer und unhandlich. Also kommt sie ins Greifenhaus, einen Bretterverschlag auf dem Schlossplatz. Vogelgreif schiebt eine ruhige Kugel. Damit ist 1794 Schluss. Französische Revolutionstruppen ziehen gen Koblenz, die Stadt, in die viele französische Royalisten geflüchtet sind. Koblenz ergibt sich kampflos. Nicht so die Festung Ehrenbreitstein, auf der unsere Kanone steht und wo sich die kurfürstlichen Truppen verschanzt haben. Erst nach 4-jähriger Belagerung, 1799, ergeben sich die ausgehungerten Truppen und überlassen den Franzosen die Festung. Als die Franzosen die riesenhafte deutsche Kanone in dem Bretterverschlag entdecken, sind sie schwer beeindruckt und beschließen, sie ins französische Metz zu verschiffen. Das tonnenschwere Monstrum wird unter großem Aufwand auf einem Schlitten über Walzen ins Tal buxiert. Auf 2 zusammengekoppelten Schiffen, die von Pferden gezogen werden, wird es dann die Mosel hinauf bis nach Metz transportiert. Dort angekommen wird die Kanone im Arsenal eingemauert. So kann sie nicht in Feindeshand gelangen. Zu dieser Zeit sind Koblenz und das gesamte Rheinland französisch. Bis zum Jahre 1815, da wird diese Region den Preußen zugesprochen. Die Koblenzer erinnern sich an ihre alte Kanone und fordern sie von den Franzosen zurück. Doch die behaupten einfach, die Kanone sei zersägt und eingeschmolzen worden. Dabei ist die Kanone nach wie vor in Metz. Dort verfrachten die Truppen von Napoleon III. Sie 1866 heimlich auf die Eisenbahn, transportieren sie nach Paris und stellen sie vor dem Invalidendom auf. Und dort bleibt sie bis zum Zweiten Weltkrieg. Als im Juni 1940 die Nationalsozialisten die französische Hauptstadt besetzen, entdecken 2 deutsche Wehrmachtssoldaten aus Koblenz im Armeemuseum ihre deutsche Kanone und lassen sich stolz auf dem Vogelgreif reitend ablichten. Wenige Zeit später wird die Kanone in Paris auf die Eisenbahn verladen, nach Deutschland transportiert und schließlich wieder auf der Festung Ehrenbreitstein aufgestellt. Mit der Mündung Richtung Frankreich, versteht sich. Wie Sie wissen, verliert Deutschland diesen verheerenden Krieg und wird von den Alliierten besetzt. Ehrenbreitstein und Koblenz werden wieder französische Besatzungszone. Und am 23. Juli 1946 transportieren die Franzosen die Kanone wieder nach Paris ins Armeemuseum. Die Koblenzer vermissen ihre Kanone schmerzlich. All ihr Bitten und Betteln, die Kanone zurückzubekommen, bleibt vergeblich. Und obwohl Valéry Giscard d'Estaing ein gebürtiger Koblenzer ist, bleibt er hart. Die Kanone Le Griffon bleibt in Paris. 30. Oktober 1984. Schnell wird der rote Teppich für den hohen Besuch ausgerollt. Den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Denn heute gibt Frankreich der Stadt Koblenz offiziell den Vogelgreif zurück. Als Symbol der dauerhaften Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich kehrt die Kanone nach Ehrenbreitstein zurück. Nur einer ist davon nicht begeistert.
der ehemalige Direktor des Pariser Armeemuseums. Aus Protest gegen diese Rückgabe ist er zurückgetreten. Dabei ist der Vertrag, den der Oberbürgermeister von Koblenz und der neue Direktor des Armeemuseums hier unterzeichnen, nur ein Leihvertrag. Wenn Frankreich die Kanone zurückfordert, muss Deutschland sie zurückgeben. Was soll's, bis jetzt ist es gut gegangen, denn die Kanone ist nach wie vor auf Burg Ehrenbreitstein, gut versteckt im hintersten Winkel der preußischen Festung. Ihre Mündung zeigt übrigens ins Festungsinnere, womit ihr auch das letzte Restchen Drohgebärde genommen ist.